Kennen Sie das auch? Sie möchten ein Regal bauen, scheuen aber das komplizierte und lästige Anzeichnen von Dübellöchern. Oder Sie wollten schon immer die abgerissene Schubladenfront wieder reparieren. Auch der Kleiderschrank müsste unbedingt repariert werden, am besten ohne ihn komplett auseinanderbauen zu müssen. Dann haben wir die richtige Lösung für Sie. Denn der neue Undercover Jig von Wolfcraft ist der praktische Helfer für alle verdeckten Holzverschraubungen. Sehen Sie selbst, wie schnell und einfach Sie in Zukunft diese Arbeiten erledigen. Ihr Regal ist mit dem Undercover Jig in wenigen Minuten unsichtbar, präzise und stabil verschraubt. Einfach bohren, schrauben, fertig. Für die Reparatur der abgerissenen Frontblende benötigen Sie gerade mal 2 Minuten. Einfach bohren, schrauben, fertig. Genauso schnell und präzise reparieren Sie in Zukunft Ihren Kleiderschrank, ohne ihn auseinanderbauen zu müssen. Einfach bohren, schrauben, fertig. Das Prinzip einer verdeckten Holzverschraubung beruht auf einem schrägen Bohrloch, das mit dem Undercover Jig und dem Stufenbohrer hergestellt wird. In dieses Bohrloch wird anschließend eine Spanplattenschraube eingedreht. Die Schraube hält die beiden Holzteile absolut präzise und äußerst stabil zusammen. Für eine dauerhafte und extrem haltbare Verbindung können die Bretter zusätzlich noch verleimt werden. Selbstverständlich können Sie das Brett auch mit den Bohrungen nach außen aufschrauben. So lässt sich für jede Arbeitssituation die günstigste Methode auswählen. Genauso einfach können Sie aber auch das Brett in jeder anderen beliebigen Position aufschrauben. Und sollten die Bohrungen wirklich einmal stören, können sie einfach mit den mitgelieferten schrägen Runddübeln praktisch unsichtbar verschlossen werden. Bilderrahmen oder Heizkörperverkleidungen, bei denen nur die Vorderseite des Rahmens sichtbar ist, sind weitere praktische Beispiele für den Undercover Jig. Dazu werden zunächst mit dem Undercover Jig in die Stirnenden der Querrahmenstücke je 2 Löcher gebohrt. Danach kann der gesamte Rahmen bereits mit Zwingen fixiert und mit 2 Spanplattenschrauben an den Ecken dauerhaft und extrem stabil verschraubt werden. Rahmen können mit dem Undercover Jig auch präzise und passgenau auf Gehrung verbunden werden. Wird der Rahmen nicht verleimt, sollten Sie immer 2 Löcher pro Gehrung bohren. Anschließend legen Sie den Rahmen zusammen und spannen nacheinander die Ecken mit einer Zwinge fest. Mit 2 Spanplattenschrauben pro Ecke erhalten Sie auch ohne Leim eine präzise und äußerst stabile Gehrungsverbindung. Regalböden, die nur auf Bodenträgern aufliegen, können leicht nach vorne abrutschen. Mit dem Undercover Jig sind diese Böden im Nu gesichert. Einfach bohren, schrauben, fertig. Mit dem Undercover Jig sind abstehende Schrankseiten in weniger als 2 Minuten wieder fest verbunden. Einfach den Anschlag wegschwenken und mit dem Stufenbohrer ein Loch bohren. Danach eine Spanplattenschraube einstecken und das Ganze wieder dicht zusammenschrauben. Der Undercover Jig von Wolfcraft ist der praktische Helfer für alle Schraubfälle und sollte daher in keinem Haushalt fehlen.